Hallo Leute, heute gibt es von mir mal wieder ein Foundation First Impression Video. Ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Foundation für meine wirklich ätzende Mischhaut und ich habe noch keine gefunden und langsam befürchte ich, dass ich mich wohl in ein wenig höherpreisigeren Segment umschauen müsste. Ich bin total scharf auf die Benefit Professional. Ist es die? Professional Foundation. Ich möchte die unbedingt ausprobieren, aber naja, Benefit und teuer und nicht wirklich tierversuchsfrei und deswegen habe ich mal wieder bei Catrice geschaut. Die haben momentan ja mal wieder eine Sortimentsumstellung hinter sich und jedes Mal schaue ich in die neuen Foundations und bin sehr interessiert. Dieses Mal habe ich das 24-Hour Made to Stay Make-up mitgenommen in der Farbe 010 Nude Beige. Es gibt tatsächlich noch eine hellere Farbe, glaube ich, 015 oder 0, irgendwie sowas. Es gab auf jeden Fall wirklich, wirklich nur helle Farben und eine so ein bisschen mitteldunklere. Also ich glaube, die ist sogar noch heller, die hellste von denen, als die All Matte Plus hellste Foundation. Und das war wirklich so, what? Die verspricht, lasts up to 24 hours, perfect coverage, mattifying with antioxidants, also mit tollen Antioxidantien, was ja ganz toll sein soll für die Haut. Und es stand auch daneben so ein kleiner rosaner Sticker, auf dem stand nicht komedogen, also nicht so, macht nicht so, es hat irgendwas mit Pickeln zu tun. Ich hätte es vielleicht vorher nochmal genau nachlesen sollen, aber komedogen heißt auf jeden Fall, glaube ich, dass es die Poren so verstopft und zu Pickelbildung führt, Talgbildung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht pickelfördernd. Und bevor ich jetzt weiter darüber erzähle, machen wir das Ding einfach mal auf. Das kommt in so einem Glaspumpspender, in so einem schönen matten. Ich finde ja die Verpackung von Catrice immer super. Ich hoffe übrigens, dass die Farbe passt. Ich habe die nur ganz kurz getestet. Ja, Pumpspender. Und wir schauen mal. Die ist relativ flüssig von der Konsistenz her. Also ihr seht, die läuft mir schon gut über den Handrücken. Und von der Farbe her sieht es momentan ganz gut aus. Ich teste es einmal ganz kurz hier. Obwohl, ich trage es hier eh gleich auf, also ist egal. Könnte vielleicht ein Müh zu hell sein, aber zu hell ist auf jeden Fall besser als zu dunkel. Also probieren wir das mal aus. Ich benutze wie meistens meinen Zoeva Bamboo Buffer Brush aus dem Bamboo Set. Nehme das auf, was ich hier noch drauf habe und verteile das einfach mal. Oh, die ist super hell, auf jeden Fall. Kann sein, dass sie wirklich ein bisschen zu hell ist. Habe ich euch jetzt hier verdeckt? Es tut mir leid. Zum Geruch kann ich übrigens nicht viel sagen, weil ich meinen Pinsel gerade mit dem Ebelin Pinselreiniger sauber gemacht habe. Und dementsprechend es vor allem nach diesem Pinselreiniger riecht. Aber wir schnuffern einfach mal so daran. Es ist nicht parfümiert. Was erstaunlich ist, weil ansonsten alle Catrice Foundations, die ich ausprobiert habe, parfümiert waren. Und diese ist es offenbar nicht. Finde ich ja schon mal nicht schlecht, weil Parfum ist ja auch nicht so besonders geil für die Haut. Nach der ersten Schicht würde ich sagen, dass die Deckkraft nicht so super, super mega hoch ist. Also man sieht hier die Unreinheiten am Kinn und die Narben hier auf der Seite und so ein bisschen auch die Rötung um die Nase noch durch. Was mich persönlich aber nicht so krass stört, weil ich lieber eine gut sitzende Foundation mit weniger Deckkraft habe, die ich dann mit einem Concealer vermische, als eine perfekt deckende, die mir dann aber runterschmilzt. Ich trage jetzt einfach mal noch ein bisschen was auf an den Problemstellen und gucke, wie sich das dann macht. Auf jeden Fall, um es nochmal zu betonen, die Farbe ist mir ein bisschen zu hell. Was mich aber auch nicht sonderlich stört. Ich habe nämlich zum Beispiel noch meine dunkle All Matte Plus und dann gebe ich da einen ganz kleinen Pupi von rein und dann sollte das passen. Und wie gesagt, zu hell ist mir jetzt persönlich nicht so schlimm. Kann man ja auch verblenden und kann man ja auch noch mit Bronzer arbeiten. Zweite Schicht hat auf jeden Fall ein bisschen Deckkraft hinzugefügt. Finde ich auch gut. Es ist nicht irgendwie patchy oder cakey geworden durch die zweite Schicht. Allerdings muss ich sagen, dass ich von dem Finish nicht so mega krass begeistert bin. Es sieht schon ziemlich nach Make-up aus. Na klar, es mattiert, aber es ist halt so pudrig matt. Also ich habe das Gefühl, es setzt sich ein bisschen an so Härchen ab und an trockenen Stellen, während es zum Beispiel auf meiner Nase, die momentan relativ fettig ist, nicht so gut hält. Also zum Beispiel auf der Nasenspitze ist gar nicht so viel hängen geblieben. Und hier um meine Nase rum sieht es leider ein bisschen cakey aus. Aber von Weitem ist es okay. Also ich glaube, so von eurer Entfernung momentan ist es in Ordnung. Nur so darf man halt nicht reingucken. Ich mache jetzt noch den Rest meines Make-ups und dann hole ich euch nochmal ran, ja?
So, Rest des Make-ups sitzt. Ich hole nochmal meinen Spiegel ran, um zu gucken, was es so macht. Ich finde, es sieht so mit ganzem Make-up ganz gut aus. Es ist nicht nachgedunkelt, glaube ich. Und wenn, dann nur ganz, ganz minimal. Ich schaue mal auf meine Hand. Also minimalistischst allerhöchstens. Also es ist nicht wie, oh Gott, die letzte Review, die ich gemacht habe mit der Essence Foundation, wo mein Gesicht einfach aussah wie ein Oompa Loompa. Fürchterlich. Also nein, nachgedunkelt ist sie nicht. Ja, wie gesagt, sie setzt sich so ein bisschen auf den Härchen ab und auch so ein bisschen hier in den Poren an der Nase, was ich tatsächlich nicht ganz so schön finde. Ich glaube, da muss ich mal so ein bisschen mit Primern rumexperimentieren. Das sieht tatsächlich irgendwie nicht so schön aus. An jeder kleinen Unebenheit setzt sich das so ein bisschen ab. Ansonsten, an den glatten Stellen sieht sie ganz schön aus. Von der Deckkraft her ist sie ja so in Ordnung. Ich muss sagen, sie fühlt sich nicht so besonders geil auf der Haut an. Also man merkt schon eindeutig, dass man Foundation drauf hat. Nicht so wie meine tolle Etude House BB Cream, die einfach wie nichts ist auf der Haut. Nein, man merkt, man hat Foundation drauf. Es spannt so ein bisschen. Ich glaube, das liegt einfach an diesem mattierenden Effekt, den die hat. Das ist einfach, naja, es wird halt so ein bisschen trocken und ein bisschen unangenehm. Aber vom Aussehen her, von weit weg, finde ich es in Ordnung. Wie gesagt, Primer. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das mit dem Abschluss mache. Bis jetzt ist mein Review mal wieder so vom Ausfall her, Ich werde sie auf jeden Fall heute tragen. Ich werde mir merken, was passiert. Und wenn ich gut bin, schaffe ich es noch, einen kleinen Clip mit einem Abschluss zu drehen. Aber vielleicht auch nicht, weil ich nachher aus dem Haus gehe und dann vielleicht erst spät wieder da bin. Vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was heute noch passiert. Ich versuche, mich noch zurückzumelden. Ansonsten mache ich das abschließende Review-Dingens hinterher und zeige es euch irgendwie anders. Kriegen wir schon hin. Ich habe es natürlich abends nicht mehr geschafft, eine abschließende Review zu drehen. Aber ich trage die jetzt schon gestern und heute und habe es heute mal mit einem Schwämmchen aufgetragen. Mit so einem Beauty-Blender-Verschnitt. Und ich muss sagen, dass mir das Finish viel besser gefällt, wenn die feucht aufgetragen ist. Also das schon mal zwischendurch. Und ich glaube, ich hoffe, ich schaffe es heute Abend nochmal zu zeigen, wie sie nach einem Tag aussieht. Allerdings bin ich heute arbeiten, das heißt, das muss auch auf jeden Fall mit einbezogen werden, dass ich halt einfach den ganzen Tag fotografiere und mein Näschen an den Display drücke. So, schaffe ich es also gut eine Woche später auch mal ein Fazit zu drehen. Ah, Riesel, Riesel, Asche über mein Haupt, aber es ist wirklich nicht einfach, zwei Videos die Woche zu machen, wenn man voll berufstätig ist. Aber kommen wir zu dem Fazit zu dieser Foundation. Im Großen und Ganzen, ich bin nicht begeistert. Die hält nicht besonders gut, also gerade an den fettigen Stellen um Mund und Nase, die immer mein Problem sind, schmilzt es total schnell weg. Ich finde es wirklich, wirklich nicht schön, wie es sich in den großen Poren absetzt. Und ja, ich habe nun mal ein Problem mit großen Poren und das sieht halt einfach nicht nice aus. Eher im Gegenteil. Außerdem, von wegen 24-Hour-Stay-Long-Lasting, bla bla bla. Ich meine, schaut euch mein Gesicht an. Ich habe mich um 11 heute Morgen geschminkt und es ist gerade 6:30 und so sieht es aus. Man sieht quasi alle Pickel wieder durch. Also am Kinn vor allem. Wenn man da so ein bisschen dran toucht, ist es einfach weg nach einer Zeit. Und ja, ich finde jetzt auch die Deckkraft nicht so umwerfend. Ich habe sie eine Woche getragen, fast jeden Tag, und es war eigentlich jeden Tag das Gleiche. An Tagen, wo ich gearbeitet habe, noch schlimmer als an Tagen, wo ich nicht gearbeitet habe. Da ist sie so richtig aufgeflockt und hat sich so von der Haut abgetrennt, ums Kinn und um die Nase rum. Ist einfach nicht schön. Und so geht die Suche für mich weiter nach einer perfekten Foundation. Versuch die mal mit ein bisschen trockenerer Haut vielleicht, also mit nicht ganz so fettiger wie meiner. Und generell, wenn ihr sie ausprobiert habt, sagt mir eure Erfahrungen, schreibt sie mir rein. Und Foundation-Empfehlungen nehme ich gerne an und ich bin inzwischen tatsächlich auch bereit, 20 bis 30 Euro für eine Foundation auszugeben, die dafür perfekt meinen Bedürfnissen entspricht, die meiner Mischhaut gut tut, die hält. Die muss keine megamäßige Deckkraft haben, dafür gibt es Concealer, aber ich möchte einfach, dass sie mein Hautbild so ein bisschen verfeinert, dass sie die Poren nicht betont und ja, dass es einfach hübsch aussieht, den ganzen Tag. Bitte, bitte Foundation, Gott, gib mir die Foundation, die ich brauche. Ja, ansonsten war es das von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch weitergeholfen, hat euch vielleicht vor einem Fehlkauf bewahrt oder vielleicht, weil es ja nur meine Meinung ist, Sachen gesagt, die ihr wissen wolltet oder euch verführt, sie doch zu kaufen. Und ansonsten war es das von mir. Ich verlinke euch da unten noch eins meiner letzten Videos. Und ansonsten macht's gut, gehabt euch wohl und tschüss.